Zeit und Selbstmanagement, zwei extrem wichtige Themen für uns alle. Aufgabenflut irgendwie bewältigen, den Überblick behalten, mit sich selber trotzdem abends einigermaßen im Reinen rausgehen aus dem Arbeitstag. Das sind die großen Herausforderungen, oder? In diesem Video würde ich ganz gerne mit Ihnen die 10 Produktivitäts- und Zeitmanagement-Techniken teilen, die mir sehr stark helfen, um einigermaßen produktiv zu sein, den Überblick zu behalten und gleichzeitig mit mir abends einigermaßen im Reinen aus dem Tag rauszugehen und zu sagen, jawohl, das Wesentliche, das Wichtige ist geschafft. Ich hätte noch viel mehr tun können, aber das Wichtigste ist alles erledigt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Impulsvideo. Mein Name ist Hartmut Sieg. Bei mir geht es um die spannenden Themen Key Account Management und die persönliche Produktivität. Für alle Key Account Manager und Manager heute eine coole Kombi aus beiden Bereichen. Video hier. Sie erkennen es wahrscheinlich schon, alle, die hier unterwegs sind. Das ist natürlich das Setup eines Motel One Hotels. Bin in Dresden, darf die nächsten 2 Tage ein spannendes Key Account Management Seminar durchführen. Bin schon wirklich gespannt, weil Tag 2 gibt es wieder eine Prüfung nach EFCAM. Mal schauen, was die Damen und Herren so an Key Account Plänen mitgebracht haben und wie die Prüfung so ausfällt. Aber jetzt zurück zu unserem Thema, die Top 10 Tipps. Wir schauen sie uns live an auf dem Rechner unter sieg-consulting.de/zeitmanagement. Die neue Webseite ist seit dem letzten Wochenende online und dort finden wir sie alle nochmal zusammengetragen. Ich starte mit dem Nummer 1 Tipp, das One Thing des Tages gleich früh morgens machen. Ich versuche, das Wichtigste des Tages so früh wie möglich zu erledigen. Und achten Sie mal drauf, ob Sie das wirklich tun. Also erstens haben Sie für sich eine Klarheit geschaffen, was ist das Wichtigste, was heute erledigt werden muss. Und zweitens tun Sie es wirklich so früh wie möglich. Sehr häufig starten wir gerne mit leichten E-Mails und irgendwas anderem, aber wir starten nicht mit dem Wichtigsten. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich wüsste, ich müsste heute noch, dürfte heute noch ein wichtiges Angebot erstellen. Und ich muss das irgendwann im Laufe des Tages machen. Vorher sind aber 3 Teams-Calls und kurz zwischendurch mal ein Vortrag, ein kleines Seminar oder whatever. Ich habe das aber immer im Hinterkopf. Ich muss heute noch das Angebot erstellen. Das wichtige Angebot muss heute noch rausgehen. Was passiert, es blockiert mir einfach CPU im Kopf. Und Sie kennen das vielleicht, dann sind Sie auch in so einem Termin drin, der vorher stattfindet, und Sie sind gar nicht da. Sie sind gedanklich immer schon bei dieser wichtigen Aufgabe, die nachher noch ansteht. Um das zu umgehen, versuche ich das Wichtigste möglichst weit vorne zu machen. Da gibt es 2 Bücher dazu, die man noch lesen kann. Heißen One Thing, The One Thing, zwei englische Bücher, Entschuldigung. Und Eat the Big Frog First. Ja? Nach dem Motto, wenn du die hässlichste, dickste, fetteste Kröte gleich morgens gefuttert hast, was soll dann noch passieren? Und das ist in der Tat so. Alle, die das umsetzen, berichten von dem gleichen Phänomen. Wow, die wichtigste Aufgabe erledigt. Relaxter durch den Tag, alles gut. Ich bin viel mehr da bei all den Dingen, die nachher noch kommen. Also ich schweife nicht mehr so viel ab. One thing hilft mir extrem. Punkt Nummer 2. Größere Aufgaben gehören immer in den Kalender. Das habe ich früher nicht gemacht. Ich habe früher Aufgaben alle in einer To-Do-Liste festgehalten. Das Phänomen war dann aber das folgende: Der Kalender füllte sich immer mehr. Kennen Sie das so? Ein Teams-Call nach dem anderen, eine Veranstaltung nach dem anderen und irgendwie ist der Tag plötzlich gefüllt mit Terminen. Und dann gibt es daneben noch so eine kleine niedliche To-Do-Liste. Da steht vielleicht drauf: Angebot erstellen, Unterlagen für die Umsatzsteuer des Monats fertig machen für den Steuerberater und weiß der Henker was. Das Dumme ist nur, dass jede dieser kleinen Aufgaben trotzdem eine halbe Stunde, eine Stunde in Anspruch nimmt. Und plötzlich war der Tag rum und die Zeit fehlte. Was machen wir jetzt? Überstunden? Die Nacht durcharbeiten? Stress, Hektik, Unzufriedenheit. Das hat sich geändert bei mir, seitdem ich plötzlich konsequent sage, größere Aufgaben gehören immer in den Kalender. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann meinen Tag strukturieren und dazu ist der Kalender da. Die Frage ist also, wenn eine größere Aufgabe ansteht, irgendein Angebot zu erstellen, ich schätze es ab, ich brauche eine Stunde, dann blocke ich mir eine Stunde im Kalender. Große Aufgaben gehören nicht auf die To-Do-Liste. Auf der To-Do-Liste habe ich nur so kleine Erinnerungen oder nach dem Motto Rückruf von. Ja. Nummer 3. Was immer du tust, tu es zu 100%. Kurzer Check. Tun Sie es wirklich? Haben Sie schon mal dabei erwischt? Sie sind in einem Teams-Call und nebenbei gucken Sie dann doch mal irgendwie aufs iPhone. Sie machen nebenbei schon mal irgendwelche E-Mails. Ist das produktiv?
Nein. David Allen, Getting Things Done, sagt so schön: Wenn du Spaghetti kochst, dann kochst du bitte Spaghetti zu 100%. Sind die übrigens schon mal Kartoffeln oder Spaghetti übergekocht? Fragen Sie sich mal, warum. Weil schon wieder nebenbei irgendwas anderes gemacht haben. Nummer zwei, wenn du in einem E-Mail, in einem E-Mail, wenn du ein Angebot schreibst, eine E-Mail beantwortest, dann machst du das bitte zu 100%. Wenn du in einem Teams-Call bist, bist du bitte im Teams-Call zu 100%. Wenn du Schatzi küsst, küsst du sie zu 100%. Nummer vier, bringe die Dinge endlich wieder zu Ende. Wow. Das hört sich leichter an, als es in der Umsetzung ist. Und es braucht so seine Zeit, um, dass man das hinkriegt. Kennen Sie das? Man schreibt irgendwie eine E-Mail, man schreibt ein Angebot, was auch immer. Und jetzt nur als Beispiel kommt unten rechts diese kleine Outlook-Notification. Haben Sie die noch aktiv? Aber was passiert jetzt? Da kommt so ein Trigger rein, so eine Notification. Da ist eine neue E-Mail. Was machen wir automatisch? Alt-Tab, weil es könnte ja was Wichtiges sein. Sie öffnen noch die E-Mail, Sie springen auf diesen Zug auf, Sie lesen die E-Mail an. Jetzt gibt es zwei Dinge. Entweder Sie beantworten sogar die E-Mail sofort, dann springen Sie auf den nächsten Zug auf, von einer Aufgabe zur anderen. Und dann haben Sie irgendwann ganz hinten noch im Fenster 23 etwas, was Sie heute Morgen angefasst haben und angefangen haben und nicht zu Ende gebracht haben. Oder Sie schließen die E-Mail wieder, gehen wieder zurück zu dem, was Sie eigentlich machen wollten und müssen kurz darüber nachdenken, wo Sie eigentlich waren. Diese Ablenkungen kosten 30% der Produktivität. Wir brauchen 30% mehr Aufwand, mehr Zeit pro Tag, um die Dinge zu erledigen. Notifications aus, überall. Auf dem Rechner, auf dem iPhone, auf dem Startbildschirm. Versuchen Sie, wenn Sie Notifications eben anhaben, werden Sie darauf springen. Wir Menschen sind auf Trigger konditioniert. Bringe Dinge wieder zu Ende. Nummer 5, die Einzelregel hat mein Leben radikal vereinfacht. Das heißt was? Es gibt nur einen einzigen Ort für alle meine Aufgaben. Es gibt nur einen einzigen Kalender. Auch da gibt es ja noch ein paar Wahnwitzige, die so zwei, drei pflegen. Es gibt nur einen Ort für alle meine Notizen. Das ist bei mir OneNote, das sehen wir gleich. Aber nicht so, wir verzetteln uns nicht. Ja? Es gibt einen einzigen Stift. Es gibt nur ein paar Socken. Und zwar nicht ein paar Socken, die ich nur habe. Ich habe acht Paar, nur damit sie gleich wieder beruhigt sind. Aber es gibt nur einen Typ Socken. Gleiche Farbe, gleiches Modell, gleiches Alter, gleicher Hersteller logischerweise. Damit kein Sortieren, kein nichts. Die grauen auch alle gleichzeitig aus. Umwelttechnisch alles fein, alles gut. Hab nicht mehr Bedarf als alle anderen Menschen auch an Socken. Und es macht mein Leben aber einfacher. Und dann gibt es noch diese eine Zeile, die hier auch drin steht in der Internetseite. Eine Sache kaufen, eine andere fliegt dafür raus. Wenn ich was Neues kaufe, mag hier ein Pullover sein, mag ein neues iPhone sein, ein iPad, whatever, dann fliegt aber gleichzeitig was anderes raus. Ich versuche, die Anzahl der Dinge, die ich habe, immer gleich stark zu halten. Okay? Nummer 6, Quick Steps im Outlook. Ich liebe Quick Steps und ich finde es immer wieder faszinierend, wie viele Menschen Quick Steps nicht kennen oder gar nicht nutzen. Drei Anwendungen. Ich nutze Quickstep erstens, um mit einem Klick eine E-Mail in einen Kalendereintrag zu überführen. Das haben wir vorhin schon gehabt. Große Aufgaben brauchen immer einen Kalendereintrag. Das mache ich mit Quicksteps. Ein Klick. Er nimmt das als Anlage, ganz wichtig, wirklich als Anlage in einen Termin rein. Ich terminiere das, kann er den Termin aufmachen, kann die E-Mail darin aufmachen, alles fein. Übrigens bei Quicksteps wichtig, immer einen zweiten Befehl zu setzen. Er muss die E-Mail aus dem Posteingang auch gleichzeitig irgendwie raushauen, weil wir wollen eine Zero-Inbox. Das ist ja auch noch so ein Ding. Ne? Und dazu wird bei mir die E-Mail von der Inbox ins Archiv gleich rübergeschoben. So ist es dann auch raus. Zweiter Quickstep. Mit einem Klick wird eine E-Mail zu einer Aufgabe. Wann nutze ich das? Für kleine Wiedervorlagen, Erinnerungen, die ich irgendwie brauche. Habe ich eine Rückmeldung erhalten von? Oder muss ich nächste Woche mal anrufen bei? Solche Kleinigkeiten. Und Nummer drei, ich habe vorgefertigte E-Mails, die ich nutze. Zum Beispiel alle, die bei einer 66-Tages-Challenge sind, kriegen nach jeder Session immer die Unterlagen. Und das ist alles vorgefertigt als eine E-Mail. Auch hier in Quickstep wird dafür genutzt. Nummer sieben, OneNote, mein zentrales Notizbuch. Wichtig, erstmal ein Notizbuch. Der Begriff verzetteln, den kennen wir, glaube ich, alle, oder? Wir schreiben an Post-it, hier mal ein Zettelchen, da machen wir eine Excel auf, da mal ein bisschen digital, da mal irgendwas auf dem Blog und wir verzetteln uns. Und heute gerade im Seminar, heute Morgen hatte ich noch eins, bevor ich losgefahren bin nach Dresden, da hat jemand aus der Schweiz so schön gesagt, er bringt manchmal schon jede Menge Minuten darauf auf, zu suchen, wo er es aufgeschrieben hat. Hammer. OneNote, mein zentrales Notizbuch.
Dort schreibe ich alles auf, was ich brauche. Auch solche Dinge, wo ich sage, das sind meine laufenden Projekte, das müsste ich irgendwann nochmal machen. Ich weiß aber nicht genau, wann ich da irgendwie was tue. Auch meine Kundenprojekte, wo muss ich nochmal nachfassen, wieder, wo muss ich nochmal wieder anrufen, um das wieder zu reaktivieren, das Projekt und sowas alles. Warum OneNote und kein anderes? Es ist so herrlich cool integriert in den Rest der Microsoft-Welt. Mit einem Klick mache ich aus einer Notiz im OneNote eine Aufgabe im Outlook. Jeden Termin, den ich mit Kunden habe, der wird bei mir protokolliert. In dem Fall mit einem ganz normalen Protokoll, wie man das so schön machen kann. Das sind zwei Klicks im OneNote. Ein Klick macht aus den Besprechungsdetails, die im Kalender drin sind, überführt es ins OneNote, macht daraus schon mal alles, was zur Besprechung gehört, Einladungstext, Teilnehmer, alles, was dazugehört. Ich schreibe den Inhalt, teile das mit dem Kunden. Lieber Kunde, sind wir uns soweit einig, dass das heute bei rauskommt und dass das die To-Dos sind? Der Kunde sagt ja, zweiter Klick, senden an den Kunden und damit ist das Protokoll noch vor Ende des Meetings gleich an den Kunden verschickt. Schneller geht es nicht. Protokolle verlassen übrigens immer als erstes den Raum. OneNote, genial. Bei mir ist dort alles drin. Von vertraglichen Konditionen bis zum Pfannkuchenrezept finden Sie in meinem OneNote alles. Textbausteine. Ich liebe Textbausteine. Hashtag KAM wird bei mir immer zu Key Account Management. Hashtag 66 Modul 1 wird gesamter Einladungstext für das erste Modul der 66-Tages-Challenge. Alle Key Account Manager oder Verkäufer können sich ja mal fragen, wie häufig haben Sie schon den Satz geschrieben, für Rückfragen zum Angebot stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Hunderte Male? Tausende Male? Ey, bitte nicht nochmal schreiben. Einmal Textbaustein definieren. Fertig. Okay? Geht ganz easy. Nummer 9. iPhone. Auf dem iPhone gehören logischerweise sowas wie OneNote, Outlook zu den Produktivitätshacks und Apps. Was ich aber sehr stark nutze, ist noch Office Lens. Office Lens ist eine Scanner-App, nicht besser, nicht schlechter als andere Scanner-Apps auch, um Dokumente schnell zu scannen oder bei mir in Workshops schnell ein Flipchart oder ein Whiteboard oder was auch immer. Office Lens ist aber total cool wieder, weil es mördermäßig gut integriert ist in den Rest der Microsoft Office-Umgebung und damit schnell einfach wieder interagiert mit OneNote, mit dem OneDrive und allem, was dazugehört. Hammer! Ansonsten nutze ich auf dem iPhone noch zwei Dinge. Erstens Autotext, also Textersetzung heißt es auf dem iPhone. Textersetzung, wenn Sie suchen wollen. Dann können Sie aus Hashtag HS, wird bei mir aber der komplette Name, Hartmut Sieg, Hashtag E-Mail, konvertiert er in meine gesamte E-Mail-Adresse, weil sonst mit meinen Wurstfingern, da vertippel ich mich dauernd. Und dritter Punkt, ich nutze Zeitlimits für LinkedIn und eigentlich auch nur für LinkedIn, ehrlich gesagt. Kennen Sie das? Wir verdatteln manchmal unheimlich viel Zeit auf solchen Apps, weil mit dem Daumen wischen wir immer, immer weiter. Und ich möchte mich gerne selber limitieren und sagen, LinkedIn, cooles Instrument, nutze ich für dich jeden Tag gerne. Aber ich sage auch, es ist nicht mein Job, LinkedIn zu gucken und auch nicht LinkedIn zu füttern. Und daher, 15 Minuten muss reichen. Mache ich manchmal mehr? Ja, kann ich aber jederzeit auch freischalten. Und last but not least, Shortcuts auf dem Notebook-PC hat jeder so seine eigenen. Drei konkrete, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte, die mir sehr stark helfen, jeden Tag. Windows und die Pfeiltaste hilft mir extrem, um einfach zwei geöffnete Fenster gleich groß auf einen Bildschirm zu bringen. Kleine Änderung, Shift, Windows und Pfeiltaste hilft mir, weil ich im Büro zwei Monitore habe und dann kann ich mit einem Klick ein Fenster von einem Monitor auf den anderen schieben. Früher habe ich das immer mit der Maus gemacht. Vor einem Jahr, ehrlich gesagt, noch. Hammer. Also. Und Nummer 3. Wir kennen ja alle Steuerung C, Steuerung V, kopieren, einfügen. Ich nutze gerne Windows und V, weil es dann die Zwischenablage aufruft und damit ich alle Elemente, die ich heute irgendwie in die Zwischenablage gelegt habe, zur Verfügung stellen. Und das hat meine Arbeitsweise komplett geändert. Das waren mal im Schnelldurchlauf meine 10 Produktivitätstipps, Hacks. In der 66-Tages-Challenge, logischerweise, würden wir noch viel mehr besprechen. Aber das sind mal meine Favoriten. Falls Ihnen das Ganze gefallen hat, gerne Daumen hoch, Kanal abonnieren. Sie kennen das, was man so alles auf LinkedIn sagt. Ja, LinkedIn sei auf YouTube sagt. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Gerne in die Kommentare mal reinschreiben, welche Tipps und Tricks Ihnen sehr stark helfen. Bis bald, Ihr Hartmut Sieg.